So, wie man sieht, heute geht es in die Unreal Engine. Wir wollen ein bisschen was in Unreal machen und da es ja noch etwas dauert, bereiten wir noch kurz was vor. Wir haben ja unsere Luna. Die soll jetzt heute das erste Mal in Unreal, um zu testen, wie das Material aussieht und ob das auch alles so funktioniert. Und wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, werden wir sie auch animieren. Ich weiß aber nicht, wie weit wir heute kommen werden. Ich habe auch hier eine Sache noch hinzugefügt. Ich habe nie was vergessen. Man kann jetzt hier Flügel aus- und einklappen. Ich hatte die zunehmenden Flügel tatsächlich vergessen. Die habe ich jetzt noch offline hinzugefügt und halt mit hinzugefügt, ja. Einfach über eine Blend Shape kann ich das wechseln. So, gerickt hatte ich sie ja. Ich hatte auch ein kleines IKEA-System. Ich hoffe, das funktioniert halbwegs okay. Mein erster Vierbeiner. Auch einfach nur, dass wir hier die Füße bewegen können. Huch, es hängt. Und dass ich halt einfach nicht durch den Boden durchtreten kann und halt. Oh, ich sehe gerade hier. Ja, da muss ich noch ein bisschen tüfteln. Aber ich denke, für mein erstes, es hat ja nicht ganz funktioniert mit dem Redify. Da war ich, ja, da hab ich nicht aufgepasst. Deswegen habe ich jetzt ein komplett Custom selber. Und da fehlen mir halt diese Slider, wo man halt einfach Sachen greifen kann fürs Animieren. Aber ich hoffe, wir kriegen einen vernünftigen, ja, Laufanimation. Ich brauche ja Idle, Laufen, Rennen und halt einmal mit den Flügeln schlagen für Springen. Ich weiß nicht, ob ich hier in Fliegen gehe, ob man das nutzen werden. Also erstmal die Standarddinger sind halt Laufen, Rennen, Springen. Also brauchen wir hier vier Animationen. Vielleicht machen wir noch irgendwas für den Start, dass wir da eine kleine Animation einspielen, dass sie reinfliegt oder so. Können wir dann schauen. So, wir wollen die jetzt erstmal als FBX ausimportieren, dass wir die sie dann in Unreal packen können. Dazu gehe ich nochmal in Object Mode. Markiere mir alles, was ich brauche, also das Mesh und das Rig. Einfach auf. Da kommt Export, FBX. Wir brauchen nur das Selektierte. Und hier müsst ihr gucken, wenn ihr das in Unreal packt, dass ihr bei Smoothing auf Edge seid. Unreal, ja, sortiert die Smoothing Groups, also ob etwas eine harte oder eine weiche Kante hat an den Edges. Deswegen müssen wir das hier eingeben. Und Blender macht das normalerweise durch die Normals. Gesagt, wenn ihr etwas in die Unreal Engine packen wollt, müsst ihr das über Edge machen. Dann. Ich habe hier schon mal einen Export drin, da fehlen noch die zunehmenden Flügel. Und dann machen wir Export. Und jetzt müssen wir noch kurz warten, dass Unity sich öffnet. Ja, das Unreal sich öffnet. So. Was ich gleich mache, gerade für den Stream, ist das einfacher, weil Unreal hat schon sehr leistungsstark. Einfach, dass ich für meinen PC ein bisschen schonender arbeite. Hau ich die Settings mal runter. Du compilst doch nichts mehr. Lass mich die Settings einstellen. Scalability Settings, da will ich hin und hau das mal auf Medium. So, standardmäßig ist das Ganze auf Epics. Man tut sich leichter, wenn man das auf Medium oder Low stellt. Einfach, dass man vernünftiger arbeiten kann, wenn man dann später an es soll hübsch aussehen rangeht. Kann man ja wieder auf Epic reinstellen, aber das ist halt mehr so eine Sache für halt so den letzten Schliff. Wenn man aktiv drin arbeitet, ist man dann halt wirklich mehr beholfen, wenn man das auf Low oder Medium, je nach PC und je nach eigener Geduld. Gerade beim Stream ist halt auch sehr, sehr aufwendig. So, ich habe wie gesagt hier einfach ein Third-Person-Template mir genommen, was man standardmäßig auswählen kann, einfach weil ich den, ja, den Mannequin hier nutzen möchte, um mir die verschiedenen, ja, die Animation Blueprint und so weiter, die hier einfach rauszuspeichern oder einfach zu kopieren, damit ich es einfach leichter habe, mir ein eigenes zu machen, weil ich habe jetzt einen Vierbeiner und dann muss ich das alles komplett selber aufsetzen, weil man hier nur ein Mannequin hat. Und wenn das dann funktionieren würde, ja, hier haben wir den Charakter. Wo ist die Blueprint eigentlich für den Charakter? Stand hier in Third Person. Ja, da ist der Third Person Character. Da sind halt unsere
Blueprints, auf die ich es eigentlich abgesehen habe, deswegen das Third-Person-Template. Wir nutzen den einfach als Vorlage und speichern uns oder holen uns die wichtigsten Infos raus. Was ich jetzt mache erstmal, ich lösche erstmal was raus, was ich nicht brauche. Hier die Maps. Das ist nur eine Map. Normalerweise müssten hier mehrere Maps drin sein. Das ist mit dem. Oder dadurch, dass ich den Starter-Content nicht habe, habe ich die Maps nicht mit drin. Das ist praktisch. Und dann muss ich die nicht löschen. Oder sind die im Level-Prototyping drin? Muss mal kurz gucken. Materials, Meshes, Textures. Okay, dann sind die tatsächlich nur im Starter-Content drin. Was für mich praktisch ist, da ich die dann halt einfach nicht rauslöschen muss, weil es nicht existiert. Jetzt sind im Starter-Content noch ein paar. Ja, hier ein paar Level drin, die ich einfach rauslösche, weil wir sie nicht brauchen. Sondern einfach so Testdinger. So, okay. Ich mache die. Obwohl, ich lasse es erstmal so. Ich mache mir im Character-Folder, wo eigentlich die Mannequins drin sind, noch lasse ich sie drin. Ganz zum Schluss werde ich auch einfach rauslöschen, weil ich sie einmal brauche und dann nie wieder. Ich mache einen neuen Folder. Das ist unsere Luna. Dann mache ich noch einen Folder rein. Materials. Noch ein Folders. Textures. Und Animations. So. Da packe ich jetzt auch erstmal, wenn ich mich daran erinnere, wo ich das abgespeichert habe. Ich glaube, bei D war das. Ich habe irgendwo ein Folder, wo es Luna Games heißt. Ich glaube, den habe ich hier drin. Luna Games, da ist doch. Dann nehme ich mir mal einen Export. Das ist ja das Mesh, was wir gerade im Blender raus exportiert haben. Und packe das hier rein. Ich packe das hier rein. Oder auch nicht. Ah, okay. Da kommt das Fenster. Ich brauche das Mesh. Ich brauche das Skelett. Das müssen wir erstellen. Dann brauche ich Skin, also Geometrie und Skin Rates, also unsere ja, Weight Paints. Jetzt brauche ich. Brauche keine Skelett-Updaten. Ich habe ja noch ganz drin. Das lasse ich mal aus. Smoothing Groups wollen wir haben. Separate. Ne, brauchen wir nicht. Bauen. Morph-Targets brauche ich für die Flügel. Vertex-Atmos habe ich keine angelegt. LODs habe ich keine angelegt. Ja, Import-Animations sind auch noch keine da. Nee, suchen nicht. Wir machen auch keine Material und Texturen. Muss ich auch selber importieren. Damit ich alle habe, nicht nur die paar. So. Import. Ah, was haben wir hier? Okay, die End, ja. Die End-Dinger hat er hinzugefügt. Das ist normal. Das ist so. Modell ist da. Einmal von links, einmal von rechts, dass wir auch direkt Live-Feed haben, wie es aussieht. Weil wir jetzt die. Ja, gut, wir holen erstmal die Texturen rein. Ich habe hier nämlich ein bisschen was. Ich werde auch mit den Texturen ein bisschen spielen, weil ich habe einen Plan. Ich weiß aber noch nicht, ob der so aufgeht. Ich will ein bisschen mit der Emissive spielen, dass die ja einige Teile funkeln. Das heißt, das werden alles unique Texturen und keine. Ja. Kein Master mit Instanzen. Geht's auch gut. Ich kämpfe gerade ein bisschen mit Unreal. Wie sieht, hängt das gerade sehr stark. Ich weiß nicht, woran es genau liegt. Eventuell muss ich doch von Warudo auf VC Face umsatteln. Jetzt gerade halt extrem hängt. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ich hoffe, jetzt funktioniert das besser. Eben hat es ja komplett gelaggt. Ja, super. Es geht weiter mit Lag. Ich hoffe, es geht jetzt einfach ein bisschen besser.
So, ich wollte. Texturen habe ich reingeladen. Was ich schauen muss, dass die hier. Na komm. PBA, wo haben wir es? Wie ist jetzt? SRGB. Ah, okay, jetzt heißt SRGB wahrscheinlich. Früher hieß es PBA. Einfach, dass die Gamma runtergenommen wird, sonst wirkt das mehr nach Plastik. Oder ist es hier jetzt drin? Ich glaube, es wird schon das Richtige sein. Weil es sind ja zusammengefügte Texturen. Da muss es aus. Machen wir das hier einfach. Überall weg. Hallo, machen es weg. Computer, danke. Es war mir ein Vergnügen. Bitte. Ja, ist vielleicht ein bisschen ungünstig, weil ich drüber bin über manche Sachen. Oh, das Fenster vielleicht ein bisschen kleiner, mich ein bisschen kleiner, dass man das besser sieht. So. Ich leuchte das jetzt hier sRGB aus. Nein. Ich will das sRGB haben. Das muss weg. Okay, ich glaube, es hat nichts geholfen, dass ich jetzt VC Face benutze und Schatz Larudo. Hi. Ja, wir haben gerade ein paar Schwierigkeiten mit Unreal. Das hängt gerade absolut. Bin nicht sicher, ob es am Internet hängt. Am Stream. Wir arbeiten in Zeitlupe. Ja, schönen Abend, wie geht's dir? Ich bin gerade etwas gefrustet, weil Unreal absolut hängt. Ich kann hier nicht vernünftig arbeiten. Okay, vielleicht funktioniert Unreal nicht. Vielleicht setzen wir uns doch lieber an die Animation, wenn es so gar nicht funktioniert. Vielleicht nochmal die Settings. Wieder nochmal auf Low schalten. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Selbst das Umschalten. Ja, Low. Das Live-Play aus. Alles ausschalten, mit der Hoffnung, irgendwas funktioniert. Aber Realtime aus. Können wir auch noch irgendwas ausmachen? Okay, ich glaube, so langsam haben wir Unreal so weit drunter geschoben, dass es funktioniert. So, okay. Ich habe die Texturen drin. Ich habe überall sRGB ausgemacht bei den gepackten Texturen. Da sind wir das Gamma da weggekriegen, dass das die Originalwerte hat. Hier ist mein Pferdchen. Da sind die Materialien, die wir jetzt erstellen. Ich mache halt unique Materialien hier, nicht kein Master mit Instanzen, weil ich halt einfach separat Sachen kontrollieren möchte für jeden Layer. Machen wir vielleicht erstmal den. Machen wir Body. Ich muss gerade mal gucken, was hatte ich? Ich hatte Body. Head. Hair. Inside. Dann hatte ich Hair. Out. Zeigt. Dann hatte ich Accessories, wie man dazu schreibt, weiß ich nicht. Duplicate. Die Augen hatte ich noch. Okay, ich glaube, das waren die Materialien, die ich habe.
Warte mal, kann doch hier gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das fehlt. Machen wir was. Okay, Highlight. Isolate. Okay, der ist leer. Muss ich gleich mal gucken. Das sind die Accessoires. Das ist der Körper. Das ist der Kopf. Die Augen. Ich lasse das mal so. Die Haare außen. Ah, okay. Ich habe den Schweif und den... Ach, stimmt, ja. Ja, Insight. Ach komm, Zero. Ja, Insight. One. Ich weiß nicht, was ist. Das schreibe ich nicht dabei. Ich habe auch keine Ahnung, wie man Mane, so Mähne und Schweif. Ja, vielleicht Tail könnte ich schreiben. Okay. Das ist dann die Mähne. Ah, meine Flügel geschlossen. Die hatte ich ja separat gemacht, weil ich die vergessen hatte. So. Okay. Fangen wir mit dem Körper an. Dann gehen wir in die Texturen. Wo ist der Körper? Das hier sieht sehr stark nach Körper aus. Closed Rings, nee. Dann Transparent Base, das war der Flügel. Dann ist das hier der Körper. Dann ist das hier meine Base Color. Dann ist das hier meine Normal. Ich glaube, da passiert auch nicht allzu viel beim Körper. Und dann habe ich hier meine gepackte. Dann ist Ambient. Ist rot. Grün ist für die Roughness. Und blau ist die Metallic. So. Ich hatte aber noch eine Missive Map. Ja, hier. Für den Mond auf dem Bobbes. Der soll ein bisschen leuchten. Ich mache hier deswegen erstmal hier nur Multiply für Power. Wo haben wir die Emissive? Wo muss die denn rein? Da oben muss sie rein. Dann kann ich hier einfach... Ich mache mir das so. Ist eigentlich egal, ob ich es da oder da eingebe. Aua. So. Dann hätte ich gern mein Body. Hallo? Okay. Autosave dauert ein bisschen. Ja, was machst du jetzt das zu? Ich will hoch. Das war der Body. Dann kommt das hier rein. Safe. Ich kann es ja eigentlich schon hinzufügen. Hör auf zu schimpfen. Accessoires ist hier der hier. Das ist der Kopf. Wo haben wir denn? Head hier. Die Augen. Das ist das Äußere. Hair outside. Dann Inside. Warte mal, ich mache Inside 1 ist der Schweif. Und 0 ist
Die Mähne. Und dann sind das hier die geschlossenen Flügel. So. Gut, Body haben wir abgeschlossen. Dann würde ich erst die Outsides machen. Dann muss ich nämlich hingehen. Dann hier opak. Wir brauchen einen Translucent, weil das ist transparent. Habe ich eigentlich ein bisschen eine Alpha festgelegt? Ich weiß es gar nicht. Egal. Ich mache erstmal eine Farbe drauf. Emissive hatte ich keine. Eine Normal auch einfach drauf. Was ist die? Da. Achso, ja. Warte. Den muss ich ja noch einstellen. Translucent Volume nehme ich mal. Ich glaube, der würde ganz gut kommen. Dann ist das hier auch wieder Ambient, Roughness und Metallic. Ganz leer scheint es ja nicht zu sein. Ich habe irgendwas angelegt. So. Und jetzt natürlich die Opacity. Ich mache die halt lieber über die Dinger hier fest. Muss es denn hier? 0,5. 0,5. Okay, das ist schon krass transparent. Vielleicht die 8. Transparenz? Ich mache hier mit Englisch, keine Ahnung. Mal schauen, wie es aussieht. Wenn wir speichern, müsste es applied werden. Da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen spielen müssen, je nachdem, wie das da drunter aussieht. Aber ich meine, ach, das ist doch vielleicht ein bisschen zu stark, weil ich gehe mal auf 6,5. Ja, wir schauen dann mal. Okay, machen wir Inside 1. Das war der Schweif. Ich mal ein bisschen weiter weggehen. Ich könnte auch das hier ein bisschen wegschieben. Ja, mal ein bisschen näher zusammen, dass man die von beiden Seiten schön sehen kann. Okay, ich mache doch erstmal den Kopf. Ich will nämlich die Haare, das wird ein bisschen knifflig. Da will ich ein bisschen mit spielen, dass die halt funkeln. So, wo ist der Kopf? Das hier ist der Kopf. Ich muss gerade überlegen, aber ich glaube, da hatte ich auch nur die Opake. Und da war auch nichts Leuchtendes dran. Irgendwie in das Rot. Affen ist das grün und die Metallic ist blau. Da war auch noch nichts anderes dran. So. Was habe ich jetzt? Accessoires oder Augen? Ihr müsst euch entscheiden. Accessoires, okay. Das müsste der hier sein. Noch Unreal, gerade hast du doch so schön funktioniert. Müsst du einfach mitspielen? Ja, aber bei den Accessoires habe ich auch die Emissive. Dann mache ich erst die Augen. Ich mache erst das, wo ich weiß, da muss ich nicht viel machen. Hier mache ich dann Warmer Cutout. Masked heißt. Ach, Masked hieß es ja. Die Normal. Und auch die gepackte hier. Ambient. Roughness.
Metallic. Speichern. Sie sieht nur etwas schockiert aus. Ich glaube mit der Animation. Mit meiner Animation drauf haben sie das ein bisschen besser aus. Ach so. Ich müsste auch. Wo sind die Passity Mass da? Die Alpha mit Verbindersicht auch das ausgeschnittene Krieg. Ich wundere mich, hey, warum kommt's nicht? Was stimmt da nicht? So. Jetzt haben wir noch den Flügel. Dann haben wir die. Na komm, geh. Und die Metallic. So. Und jetzt will ich nämlich ein bisschen was Fancieres machen. Ich mach's erstmal bei den Accessoires. Farbe bei gleich. Normal. Ach, die Normal bleibt gleich. Halt, was mache ich denn? Ambient. Metallic. Roughness. Aber bei der Ambient werden wir ein bisschen was machen. Sollte da nicht nur der Mond drauf sein? Hier ist was schief gelaufen. Da sollte nur der Mond drauf sein. Accessoires emissive. Body emissive. Habe ich im Body die richtige emissive drin? Ja. Das sind das. Oder das sind die Sachen ausgeschnitten. Ist ja so viel Freiraum. Nee. Ich mach's mal mit Paint auf, ist ja egal. Ich muss das einfach nur ganz schwarz malen bis auf den Mond. Da habe ich Mist gebaut. Das hat nicht so funktioniert, wie es soll. Nehme ich hier eine Box. Hä? Boah, ich habe nicht ewig nicht mehr. Ich hätte gern einmal eine schwarze Box. Steuerung C, Steuerung V. So. Mit rein. Speichern. Überschreiben. Weil das hier. Soll immer leuchten. Oh, jetzt habe ich es zweimal. Kann ich keine Multi, danke.
das muss ich jetzt zum Schluss in die. Obwohl. War das anders? Zum Schluss mache ich einen Power nochmal in die. Müsste, weil ich mehr Kontrolle drüber habe. So. Das bleibt fest. Hier will ich ein bisschen mitspielen mit der. Dass sich das etwas bewegt. Quasi. Ja, doch, da muss es sich das am Ende. Ja, doch. Die am Ende verbinden. Und dann hier mit einem Multiply am Ende. Da muss ich mal gucken. Ich brauche eine Perlin Noise. Ich habe den Starter. Ich brauche eine Noise hier. Okay. Ah, ein Designer. Ich hole mir einfach da eine Perlin Noise. Ich glaube, Perlin Noise eignet sich da ganz gut. Oder vielleicht passe ich die Perlin Noise auch ein bisschen an. Ah, okay. Designer geht auf. Ich um meine Ungeduld. Metal Roughness, einfach standardmäßig immer Metal Roughness, weil Metal Roughness nutzt Unreal. Auch wenn ich jetzt nur eine fucking Perl hinaus rausrender oder rausspeichere, die halt einfach eine Grayscale ist. Oh, ich habe noch was drin, was ist das denn? Achso, das waren die Sterne wahrscheinlich. Oder nicht? Ich hab hier. Was ist deine Mission? Was warst du? Okay, was auch immer du werden wolltest. Aber ich habe dich nicht gebaut. Egal. Ich brauche eine Perlin Noise hier. Perlin Noise, da. Ich weiß nicht, wie groß ich die brauche. Lass ich die erstmal bei 50 oder so? Obwohl, ich glaube, das scheint mir schon ein bisschen. Jetzt ist scheinbar aber zu fein. Ich lasse sie mal bei 30. Aber ich mache hier Levels noch rein. Ich spiele ein bisschen. Ne, jetzt macht es dunkler. Ich will es halt heller haben, dass es nicht aus ist. Mach mal so. Da. Texturen. Perlin Noise. So. Was ich nämlich jetzt mache. Panner. Texture.
schön. Panne. Über die UVs. Time Speed. Oh. Stepping Panna, gibt's nicht irgendwie? Achso, Coordinates da, oh. Den wollte ich haben, sagt er. Sah doch eigentlich anders aus. Koordinaten. Zeit. Halt, nein. Wo ich denn weiß. Oh, ich weiß nicht mehr genau, wie der Panna. Warte mal. Jetzt die Frage. Start Previewing Note. Okay. Doch, hier in Time brauche ich einen Wert. 1. Speed 0,5. Oder 1. Oder muss das hier rein? Note. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie die funktioniert. Ah, aber doch. Es ist nur ganz langsam. Oder? Bewegt es sich? Bewegt sich nicht. Hier fünfmal? Wird hell. Ah ne, das ist das Scaling. Zehn? Das müsste sich doch eigentlich bewegen mit einer Panna-Note. Ich den hier rein dübel. Ich sag 0,5. 5. 5. 50. Okay. Jetzt bewegt sie sich auf immerhin. Okay. 0 und minus 0,5. Dann sollte das langsam. Komma 5. Jetzt sollte es nach unten gehen. Obwohl, nach oben wäre schon besser. Okay, dann könnte ich das hier. Wofür war dann der Time? Ach, egal. Und dann muss ich das hier mit dem verblenden. Bin mir auch noch nicht sicher, wie. Über ein Multiply wird es nicht funktionieren.
wenn ich das hier mit hier multiply. Mach das mal kurz raus. Metallic auch, dass ich es besser sehe. Und dübel das in die Base Color rein. Okay. Weil dann ist das nämlich ausgeschnitten. Das sollte ja so nicht sein. Dann ist das hier ein Add. Das hier und das jetzt zusammen, nicht multiply. Muss das ein Add sein? Ja, dann habe ich hier die Sterne drauf. Ah, dann machen sie nicht ganz das, was ich will. Das müsste ja eigentlich funkeln. Mal gucken. Start Previewing Node. Oh. Da zeigt es das nicht an. Ich habe Realtime auch ausgemacht. Sieht man jetzt irgendwie? Ein Funkeln? Ich glaube nicht. Doch. Es ist zu schwach, okay. Die normale Perlin Noise. Es funkelt ein bisschen. Das ist mir zu gleichmäßig.
Soll ich die doch feiner machen? Den Kontrast stärker. Okay, es funkelt schon mehr, aber es ist halt immer noch so gleichmäßig. Ich soll es einfach langsamer. Das ist vielleicht einfach zu schnell. Mal hier die. Es kommt schon näher an das, was ich möchte, aber es ist noch zu schnell. Aber wir haben 0,7, dann ist es nicht ganz so schräg. Es ist halt mal ganz kurz, halt ganz aus. Vielleicht die andere Richtung, also. So. Aber dieses gesamte, obwohl es passt ja nicht, ist halt. Na, vielleicht doch zu langsam und ich muss es doch schneller machen. Es ist halt dieses einmal dieses Wuff-Dunkel. Warum es einmal so krass dunkel wird. Vielleicht sollte ich das Schwarz doch einfach rausmachen. Vielleicht so. Ich muss einfach nur die beste Zusammensetzung jetzt finden. Wie viele Teile hell, dunkel. Na komm.
Ich möchte es doch nochmal reimporten, darf ich das nicht? War jetzt zu wenig Unterschied. Passiert überhaupt irgendwas? Nicht so wirklich. Probieren wir es mal so. Es ist halt komisch, dass alles immer ausgeht. Also alles zusammen. In welche Richtung fließt es nach da unten? Und wenn ich jetzt hier minus? Das rotiert ja nur bestimmt Richtung so einfach so durchgehend rotieren. Aber ich glaube, so kann man es lassen. Es funkelt. Mal gucken, wie das ausschaut, wenn ich hier alles. Wo haben wir jetzt die Emissive Color? Das ist in der Base Color. Und die Metallic. So wie es eigentlich aussehen sollte. Thank you.
Ja, aber es ist ein bisschen stark. Hier ist auch ein bisschen runterdreh von der Leuchtkraft her. Ist das schöner? Okay, dann kopier. Ei, wo holst du denn hin? Kopiere ich mir den Käse hier. Und mach bei den Haaren. Warum ist denn? Vermisse, da. Das sind Haare Inside 1. 1 war der Schweif. Was von euch ist denn der Schweif? Wo ist es denn? Ich glaube, das hier müsste der Schweif sein. Base Color. Missive. Die Normal. Und die gepackte Ambient Roughness. Metallic. Mal gucken, ob es richtig aussieht. Nee. Ach, der Mond ist noch da drinnen. Den brauche ich ja nicht. Auf dem Schweif sieht es cooler aus. Dann brauche ich jetzt noch. Das ist dann das zweite. Inclusion. Roughness. Metallic. Dann die Base Color. Achso, und natürlich die passenden Sterne. Sieht richtig aus. Schnäppchen. Ich mache gleich wieder das Live aus, damit ich vernünftig arbeiten kann. Realtime. Bitte ausmachen. Auch wenn wir es dann nicht schön leuchten sehen, noch funkeln. Aber dann können wir wenigstens arbeiten, vernünftig.
Nacht. Ja, hier ist nämlich keine Sterne drauf. Sieht noch ein bisschen aus wie Plastik, aber das ist eine Sache, die werde ich im Nachhinein ganz zum Schluss ändern. Je nachdem, wie mir das am Ende darstellt. Ob ich einen Toon Shader doch bastle oder versuche zumindest zu basteln. Oder nicht einfach mit den Post-Processing-Sachen ein bisschen rumspiele. Das weiß ich noch nicht so genau. Aber wir lassen es jetzt erstmal so. Dann haben wir Luna erstmal schon drin. So, dann soll das ja ein Charakter werden. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Wir haben ja ich habe ja das Third-Person-Template mir genommen, einfach damit ich mir Sachen rausnehmen kann. Die haben ja nämlich schon eine vorgefertigte Blueprint für einen Third-Person-Character, die wir uns zunutze machen können. Wir haben A, schon mal hier die ganze Steuerung, wie so ein Charakter funktioniert. Und B, einfach auch die Animation Blueprint. Kann ich da so zugreifen? Da ist er. Wo wir uns halt auch einfach die Sachen rausspeichern können, ohne dass ich die komplett aufsetzen muss. Achso, ich brauche die von Manny. Von Quinn ist ja nur eine Kopie. Da. Das hier. Da muss ich mir den Quatsch hier nicht selber aus dem Hut ziehen, sondern der ist für mich schon erledigt. Das nehme ich mir jetzt auch mal. Dann haben wir nämlich schon mal ein Teil. Ich mache aber einen neuen Folder. Na, Third Person Stuff rein. Da mache ich mir eine neue Animation. Blueprint. Für Luna. Also für das Skelett. Das funktioniert dann nur mit ihr. Das ist ja nur das Skelett für hier. Anim. BP. Das Animation Blueprint. Aber kürzer geschrieben, dass ich weiß, was das ist. So, den Craft brauchen wir noch nicht. Den haben wir noch nicht. Dann füge ich das hier ein. Und ich brauche natürlich ein paar Werte. Is falling. Great. Is falling. Okay. Should move müssen wir createn. Speed müssen wir createn. Velocity müssen wir createn. Müssen wir das... War das alles? Wir können ja gucken. Eins fehlt noch. Ach hier. Movement Component. Wo ist er? Da. Clean Charakter. So. Nee. Movement Component. Da. Ich muss den Set ja finden. So. Man kann das ja nicht vom Get, sondern man muss das in den Set, den muss ich mir da machen. So, und dann haben wir hier schon eine funktionierende, theoretisch funktionierende Animation Blueprint. Das Modell würde jetzt auch schon laufen. Wir können das hier mal direkt ausprobieren. Wir haben halt keine Animation angelegt, weil ich noch keine habe. Sprich, die Animation-Graph, die ist leer. Da ist nichts drin. Aber wir haben alle Sachen schon mal erstellt, die wir fürs Laufen brauchen. Dann kann ich hier in den... Warte, ich habe noch hier oben schon den Third Person Blueprint. Und kann sagen, ich will hier meine Luna, wenn ich sie finde, Luna reinpacken. Mit ihrer Blueprint. Und technisch gesehen ist sie jetzt funktionsfähig. Ich mach das mal weg. So. Aber wir haben halt noch keine Animation, also sieht noch nicht schön aus. Weil laufen können wir, aber wir surfen so ein bisschen. Wir müssen jetzt nämlich verschiedene Animationen machen. Sagt laufen, also idle, laufen, rennen, springen. Die brauche ich für einen Anfang. Und ja, das machen wir als nächstes. Das müssen wir nämlich im Blender machen und dann muss ich animieren.
Und dann muss ich meine erste Vierbeine animieren und ich hoffe, es geht gut.